Junge. Alter. So, wir sind jetzt beim dritten und letzten Stopp unseres Ausfluges mit dem RS6 eingekommen. Wir sind im wunderschönen Bielefeld. Das Wetter ist natürlich immer noch sehr bescheiden, aber scheint eine sehr schöne Gegend zu sein. Der Tom erwartet uns jetzt hier. Wir haben ihn noch nicht getroffen. Wir klingeln jetzt mal und schauen mal, wer uns da aufmacht. Hallihallo. Servus. Moin. Grüß dich. Schon wieder so ein extrem großer. Hi. Hi. Na, alles ja, cool? Hallo. Wie ist Bielefeld so? Coole Stadt? Ja, Bielefeld ist eine ganz coole Stadt, würde ich eigentlich sagen. Also wir haben jetzt nicht 20, sondern wir haben 300.000 Einwohner circa. Und ich will mich nicht beschweren, ich meine, hier gibt es eigentlich alles. Mhm. Ist natürlich keine coole Großstadt jetzt, muss man sagen, aber wir haben ja den Bilzer Berg hier in der Nähe, mit die Rennstrecke. Mhm. Stimmt. Warst du schon da? Ja, war ich schon mal ein paar Mal da. Bielefeld ist eigentlich eine coole Stadt, ja. Na, 300.000 ist schon in Ordnung, ne? Wie fährt Kempten? Ja, 76 sowas. Ja, geht ja auch noch klar. Ja, ist nicht so geil viel los, aber. Kein Vergleich. Ja, das passt schon. Wenn du nicht so viele Messe gut hast. Düsseldorf hast, Köln, ja, alles Mögliche. Bonn, wie auch immer. Ja, genau. Also ganz cool. Wie bist du jetzt zu Daniel gekommen? Keine Ahnung, also auf YouTube werden ja immer so Videos angeboten und ich fand das ja gerade ganz lustig. Ich habe es gesehen mit diesem RS4, der halt Donuts gemacht hat da. Habe ich mir das Video angeschaut und da bin ich aber auf den Kanal gekommen. Da kamen ja noch nicht so viele Videos. Ja, also derzeit habe ich noch gar nicht so, das war nur mal so ja, genau. Hochgeschmissen und fertig so. Dann habe ich halt abonniert, ich habe ein paar von diesen Autoseiten abonniert auf YouTube und irgendwann wurden es halt mehr Videos, halt auch besser von der Qualität her. Ich glaube, ab dem TT war es besser, oder? Ich glaube, der TT mit dem Carporn, also, glaube ich, hast du angefangen. Ja. Und ja, genau, so bin ich halt drauf gekommen. Also ich habe halt meine Freunde alle zusammengeroppelt halt so. Ich bin in so ein paar Autogruppen drin oder habe mich ein paar reinmachen lassen, einfach damit ich möglichst große Reichweite habe. Und alle angeschrieben, sagt von wegen, ja komm, leite das mal bitte, das wäre übelst korrekt, weil ich einfach Bock drauf habe. Und hat geklappt. Also hätte ich jetzt auch nicht so richtig gedacht. Aber halt übelst korrekt, von denen es alle geliked haben. Danke. Also, das, klar, ist ja deren Schuld sozusagen, dass ich jetzt hier sitze. Ja, ist doch cool. Perfekt. Ja, dann düsen wir mal los. Fahren wir mal, oder? Ja, brauchen wir nicht so viel quatschen jetzt. Als halt ein bisschen schade, ohne Bodykit halt. Ja, es war doof, weil das war ja eigentlich der Plan. Mhm. Nur wie das dann immer so ist, genau dann, wenn man ihn braucht, dann braucht ihn jemand anders auch. Und dann wäre entweder die Option gewesen, es nochmal zu verschieben, aber dann ist dann irgendwie Winter, ja, weißt du selber. Ja. Und wäre auch doof, das nochmal zu verschieben, wenn man gesagt, komm, ganz ehrlich. Ja, der Power ist die gleiche, die Power ich meine. Ist die gleiche, also von dem her, das Unterschied. So, dann düsen wir mal los. Schauen wir mal, was Bielefeld so hergibt. Bist du so auf die Leidenschaft gekommen, so Autos zu fotografieren? Also ich einfach generell die Leidenschaft Autos, halt ja, schon ziemlich lange. Ja. Und das ist ja relativ naheliegend, einfach das Fotografieren und sowas, auf den Messen und sowas, mit Leuten teilen, keine Ahnung. Das kam halt irgendwann so dazu. Mhm. Ja. Bist du schon mal im Rennauto mitgefahren? Nee, auf dem Bilzerberg da. Ja, was war jetzt? Gallardo GT3 war das. Das war schon echt cool. Aber da hat er einen Platten bekommen. Also ich bin nur eine Runde gefahren. Und danach hat er einen Platten bekommen. Oh, ach du Scheiße. Guten Morgen. Moin. Wach geworden. Jetzt halt. Ich bin nicht mal wach hier. Ach du Scheiße, Alter. Zu 30, zu 40, zu 50. Boah, Junge. Boah, sieht der Mann, das ist ja krass, ey. Merkst du den Unterschied zum anderen? Ja. Ja? Das ist nicht gestellt, Leute. Das ist die echte Reaktion. Alter. Wir haben hinten den ganzen Kofferraum voll, gell? Also so ist es auch noch. Alter. Wir haben ja nicht nur,
Wir haben ja auch noch das Auto voll. Wenn jetzt noch die zwei Dicken. Ja, Schlafsack und so, ne? Wenn jetzt die zwei Dicken hier hinten noch weg wären, dann wäre es gut. Ja, wir hinten nochmal und locker. Jeder hat 15 Kilo dabei. Koffer, drei Koffer, nochmal 60, 70 Kilo. Vorher waren wir zu fünft in dem Auto. Zu fünft und es ging trotzdem richtig gut. Warum war das fünf? Ja. Schau mal, die gibt einen Daumen hoch hier neben uns. Gib mal Gas hier, als ob sie das checkt. Das sieht er durch. Das sagen, gell, wenn irgendwas ist, dann alles gut noch. Boah. So, kurz Verschnaufpause machen. Boah. Was war das Schnellste, was du bis jetzt gefahren bist? Keine Ahnung, 2,98. Also. Das ist gut. Heftig, Alter. Zieht der R8er noch mehr? Nee. Also der geht eigentlich so von den Audi-Modellen. Sag mal. Ja gut, kommt mehr. Na, ich würde schon sagen, der geht schon besser. Neuer 8 geht schon auch gut, aber. Hat kein Turbo drin, ne? Ja. Boah, ey. Gibt's eigentlich sowas auch für den R7? Ja. Auch mit den 37 PS? Ja. Aber nicht das Kit, oder? Nee. Ja, nee. Das ist verliebt. Junge. Junge. Mit dem merkst du eh Geschwindigkeit nicht so richtig. Das ist ja manchmal auch gefährlich, ne? Also. Ja, ja. Mit dem R8 zum Beispiel, mit dem alten R8, wenn du da nur 280 fahrst, da auch drin macht so muss ich voll konzentrieren, so, denkst du, mit dem da fast 280 und ja. Du hast einen übelsten Akzent einfach. Wie? Ich rede eigentlich gar nicht, ich rede ja mit dir anders wie daheim. Ich rede ja daheim eigentlich. Nochmal so bayerischer oder so? Oder? Ja, viel. Ich rede halt immer so mit Hasch und Tisch. Ferscht. Wasch hast du gesagt. Ferscht. Bisch gut drauf. Bisch gut drauf. Ja. Furchtbar. Dann versuche ich das immer so gut es geht zu verstehen. Ja, okay, man versteht es immer noch alles. Also, das ist kein Problem. Schnell waren wir. Alter, geht das schnell. Normal. Scheiße, Mann. Ja, oh. Der BMW-Fahrer. Ja, sein Gesicht muss man jetzt sehen. Er hat sich schon aufgeregt hinter uns. Nee, oder? Darüber kann man nicht aufregen, Mann. Das ich jetzt. Boah, musst du ja stark konzentrieren, um so zu fahren, oder ist das easy einfach? Nee, das war jetzt relativ easy so. Kaum Kurven sind so. Es muss ein bisschen kurvig sein, dass du ein bisschen rutscht und so. Also ich meine, das ist natürlich richtig geil. Vor allem das Ploppern, dieses Blubbern am Ende, das ist echt. Das mag jeder, ne? Ja, das ist geil. Das haben jetzt ja auch die ganzen, keine Ahnung, die ganzen Kompaktsportler, so R3 und sowas, die haben jetzt auch übelst extrem. Ja. Aber ich meine, wenn du halt auch ein V8, wenn du durchziehst und sowas, das ist natürlich was anderes. Obwohl, ich finde R3 auch echt ziemlich komisch im Fünfzylinder. Ja. Ah, der TTR ist ja auch jetzt, ne? Ja. Ja, der Motor ist mega. Klang ja richtig geil. Potenzial auch viel? Ja, kannst schon 100 PS auf jeden Fall nochmal on top machen. Also 500 Rennen. Ja, geht das schon krass in so einem TT dann. Ja.
So, das war der dritte Teil von unserer wunderschönen Ausfahrt mit dem RS6. Wir sind somit fertig hier in Bielefeld. Hat's dir getaugt? Ja, auf jeden Fall. Also war echt cool. Danke sehr. Ja, sehr schön. Mir auch. Nett, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Alle so groß, 15 Jahre so groß. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr zu Hause hattet Spaß mit den Videos. Wir haben natürlich unser Wort gehalten, sind hier durch ganz Deutschland gefahren und haben alles gemacht. Coole Erfahrungen, coole neue Leute kennengelernt, viel gesehen. Wir fahren jetzt noch weiter und genießen den Abend noch ein bisschen, lassen uns so gut gehen. Und ja, falls ihr Spaß hattet, wie immer, dürft ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Und wir Support sehen. Ist kein Mord. Support, wie hast du gesagt? Support ist kein Mord, Mann. Support ist kein Mord, so schaut's aus. Jetzt wisst ihr Bescheid, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. It's a rap! It's a rap! Yeah! Final im Alltag, die Musik wird sehr...